Abonnenten, Moin Moin Bastler in nah und fern. Langsam geht mir die Hutschnur hoch. Mein Video ist heute allen gedacht, die ihr YouTube-Kanal oder bei Twitter oder bei Facebook oder was weiß ich wo irgendwo einen Kanal haben, sich die Arbeit machen, jede Menge Intros herstellen, Musik suchen, die GEMA-frei ist und irgendwann dann eine gewisse Anzahl an Abonnenten haben und dann sich sagen, ja, ich könnte meinen Kanal auch monetarisieren, dass ein bisschen Taschengeld reinkommt, denn mehr kommt dann nicht bei rum. Und dann macht man sich die Arbeit, so wie ich ja auch, und habe mir Musikstücke gesucht, unter anderem vom DJ AG. Und von jetzt auf gleich, lange war Ruhe, von jetzt auf gleich kommt da eine gewisse Firma mit dem Namen Stern, und erhebt einfach Ansprüche wegen Urheberrechtsverletzung. Das müsst ihr euch mal reinziehen. Und dann beschwert man sich natürlich und dann kommt zurück: Der Urheberanspruch ist berechtigt, Bums, die kassieren die Einnahmen. Und ich zeige euch gleich mal, was die unter Einnahmen verstehen. Jetzt muss ich gleich beisagen, beim ersten Mal habe ich gleich Schiss in der Buchse gekriegt, man möchte sich ja keinen Ärger einfangen, habe ich natürlich 25 HOs gelöscht. 25, das müsst ihr euch mal reinziehen. Und da war nämlich mein sogenannter Eulensong, ne, den ich selber an sich mit der Grundmelodie vom DJ AG und dann habe ich Tierlaute mit eingemischt. Und ich habe da echt nachgeguckt, ob die wirklich auch GEMA-frei sind. Und ich habe keinerlei Rechte gefunden, dass irgendjemand Rechte daran hätte. Und lange Rede, kurzer Sinn, habe ich 5 Videos entfernt. Und dann auf einmal wieder, und da war diesmal nur, jetzt weiß ich gar nicht mehr, welches Intro das war. Und dann habe ich gesagt, hä? Die erheben schon wieder Urheberrechtsansprüche? Können die doch gar nicht. Das ist doch vom DJ AG. Und da bin ich erstmal wach geworden. Und das Video mache ich an sich hier, um Leute zu warnen. Nicht, dass sie den gleichen Fehler machen. Machen sich die Arbeit, erstellen Intros, bla 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 bla. Dann kommt diese besagte Firma Stern, erhebt Urheberrechtsansprüche. Euer Kanal wird dann zwar nicht stillgelegt, sondern die Einkünfte, die ihr darüber, über die sogenannte Monetarisierung bekommt, kassiert dann die Firma. Und wenn die das natürlich bei 1 Million User machen, ist das eine Menge Kapital, was die sich da unberechtigt einverleiben. Und in meinen Augen ist das sogar Diebstahl. So, und jetzt gehen wir noch weiter. Jetzt habe ich Leute, die ihr meinen Kanal kennt, war ich ja nicht untätig, weil viele Leute gesagt haben, der schöne Eulensound ist weg. Das war so klasse, habe ich gesagt, okay, mache ich einen neuen. Erstmal danke an Michael, der mich dabei unterstützt hat. Da ich der englischen Sprache nicht mächtig bin, ich hatte schon mehrmals den DJ AG angeschrieben.
Er hat aber nicht reagiert, weil ich ihm mein Deutsch geschrieben habe. Ich kann ja halt nur Deutsch, ne? Und Michael kann perfekt Englisch, hat mir dann einen Brief aufgesetzt an den DJ AG in Englisch und hat darum gebeten, um Erklärung, ob wirklich Urheberrechtsansprüche auf gewisse Lieder seines Albums, ob da Ansprüche bestehen, ob der DJ halt seine Musik abgegeben hat und hat irgendwelche Firmen seine Lieder verkauft, dass die Urheberrechtsansprüche stellen können. Und erstaunlicherweise innerhalb von 2 Tagen war Antwort und er hat also bestätigt, dass also nirgend einer oder irgendeine Firma Ansprüche stellen kann auf sein Album. Und hat mir dann mitgeteilt, diese CC3G-Lizenz, die ist vorhanden, die erteilt er mir und niemand hat das Recht, Lizenzansprüche zu erheben. Und jetzt kommt der Clou. Habe ich gesagt, so, jetzt machen wir Nägel mit Köppe. Und jetzt glaube ich, 2 Videos zurück habe ich ja den Titel auch stehen, dieser Hangout mit den knapp 40 Minuten Musik von DJ AG. Da steht ja auch zu Ehren DJ AG. Habe ich das komplette Album als Vorspann laufen, komplette 40 Minuten. Danach kam dann mein Hangout. Und haltet euch fest, der Hangout war vorbei. Und dann sage ich immer so zu mir, dann guckst du einmal noch nach Post. Und plötzlich sehe ich, kann doch wohl nicht wahr sein, von YouTube. Die Firma Stern, Punkt, 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 Urheberrecht angemeldet. Im Auftrag, bla bla bla. Ich habe gedacht, das darf doch wohl nicht wahr sein. Ich habe im Kommentarfeld des Hangouts stehen, dass ich die Le Lizenz dafür habe. Quasi eine Lizenz habe, diese Musik laufen zu lassen. Und trotzdem besitzt diese Firma Stern, Punkt, 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 die Frechheit, Urheberrechtsansprüche zu stellen. Der hätte ich fast abgekotzt. Ich denke, das kann ja wohl nicht wahr sein. Dann habe ich natürlich den Michael kontaktiert und der Michael hat auch nur den Kopf geschüttelt, hat mir dann einen Text aufgesetzt und hat gesagt, schick den das. Habe ich natürlich Einspruch erhoben und habe denen das geschickt. Und bis heute immer noch keine Antwort. Das müsst ihr euch mal reinziehen. So, und jetzt zeige ich euch mal was. Ne, der eine wird sagen, jo, was soll's denn? Ne, hast du genug, kannst ja ruhig lassen. Oder? Nein, lasse ich nicht. Das ist in meinen Augen Diebstahl. Erlaubt es Diebstahl mit Unterstützung von YouTube. So, und jetzt zeige ich euch das und dann muss ich mal eben auf die Kamera umschalten. Und ich sag mal, bis gleich. So, da seht ihr es. Habe ich mal über Handy abgerufen. Dampfgelaber vom 6.4.19. Vorspann zu Ehren DJ AG. So, sind jetzt 3 Tage her. Steht da oben, geschätzter Umsatz 2 Tage verzögert. Die Wiedergabezeit, wobei die sehr, sehr wenig ist. Jo. So kann es auch gehen, knallt mein Handy dazwischen. So, da steht es. Aufrufe 1362, geschätzter Umsatz 74 Cent.
oder 0,74. Ja, da steht Dollarzeichen hinter. Ja, also 74 Cent. Überlegt euch das mal. Ja, ich meine, da lache ich jetzt drüber. Da sagt der ein oder andere, was regt sich die Alte da wohl auf? So, und da oben, also, da oben seht ihr es, dass die Monetarisierung durchgestrichen ist, weil das ein schwebendes Verfahren ist. Und ich warte da jetzt auf Antwort, ne? Dass die den Einwand zurücknehmen. So, ich schalte mal wieder zurück. So, weiter geht's. So, der ein oder andere sagt, ja, bla 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 bla, was regt die Alte sich jetzt auf? Ja, ich habe einen Grund, mich aufzuregen, weil ich immer an die Gemeinschaft denke. Das heißt also, ich bin ja nicht alleine betroffen. Es gibt mit Sicherheit noch viele andere bei YouTube, bei Twitter, bei Twitch, ja, bei Facebook. Da macht der kleine User, macht sich Arbeit. Es dreht sich ja nicht nur um Dampfen. Es gibt Gamer, es gibt Leute, die basteln. Ob jetzt Katzenvideos, Hundevideos, Naturvideos oder Let's Plays, ja. Und. Es gibt ja, ach, Millionen von Usern oder weiß was ich sogar. Trillionen, Billionen, egal wie viel es gibt, es gibt, die irgendwo irgendwann mal ihren kleinen Kanal monetarisieren. Und da kommt diese Firma Stern daher und klaut den kleinen Leuten die paar Cent. Und das ist Diebstahl, auch wenn es nur 1 Cent ist. Es ist ein Diebstahl. Der kleine User, ja, der macht sich die Arbeit, der macht sich die Arbeit, ja. Und der Grund wegen diesen, dass ich das Video überhaupt mache, ist das, dass ich ja ein neues Eulenvideo erstellt habe. So, und ich habe da 4 Stunden dran gehockt und habe wirklich geguckt, dass ich irgendwo Töne bekomme, wo absolut ich mir tausendprozentig sicher bin, dass da niemand Urheberrechtsansprüche stellen kann. Denn es sind Laute, die ich von YouTube habe. Ja, YouTube stellt ja auch urheberrechtsfreie Töne und Musik zur Verfügung. Bei einigen steht ja darunter, dann sollte man den Hersteller angeben des Musikstücks. Es gibt aber auch welche, da muss man es nicht. So, und da habe ich geguckt, da habe ich viele Töne her und eine Krähe und die Eule habe ich woanders woher, aber mit hundertprozentiger, tausendprozentiger Sicherheit weiß ich, dass da keine Urheberrechtsansprüche bestehen. Und dieses kleine Musikstück mit der Eule, ja, hat mich mal eben 4 Stunden Zeit gekostet, die Tonspuren so zu schneiden, übereinander zu legen, zu mischen, die Lautstärke anzupassen, das Ganze dann mit Musik von DJRG zu mischen, anzupassen und habe mir richtig Arbeit damit gemacht. So, und jetzt wollte ich natürlich das mal testen, wie sich das auf YouTube anhört. Jetzt haltet euch fest. Bevor ich das aber hochgeladen habe oder während ich es hochgeladen habe, habe ich das Video auf nicht gelistet gestellt. Nicht gelistet, das heißt, du oder du oder du oder du hättet das noch nicht mal gesehen, weil es eben nicht gelistet war. Das Ding ist kaum oben. Bombs, kriege ich eine Mail, Stern, bla 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 bla, Urheberrechtsansprüche. Ihre Monetarisierung ist aufgehoben. Aber ich habe hier fast Lachkrampf gekriegt, ne? Denn das darf ja nicht wahr sein. Du hast da noch nicht mal gelistet und kriegst schon eine Mail, Monetarisierung aufgehoben,
Urheberrechtsansprüche der Firma Stern. Ja, ich denke, haben diese noch alle? Und ich habe das Gefühl, dass die Firma Stern meinen YouTube-Kanal bei sich eingeloggt haben und sobald da die Jansche was nach oben fährt, Bombs, feucht. Folgt Urheberrechtsverletzung. Und ich habe dann YouTube angeschrieben, genau wie zuvor, dass ich die Lizenz habe. Ja, und trotzdem, kann man jetzt ja bis zu 30 Tage warten und in den 30 Tagen kassieren die ab. 76 Cent. Und wenn es dann pro Tag ist, ja. Was aber selten ist, wäre schön, wenn es so wäre, aber ist leider nicht so. Egal wie auch immer, ja, wenn sie denn einen auf den Deckel kriegen, dann heißt das, ist unberechtigt, müssen sie das Geld zurückzahlen. Aber ihr müsst euch mal vorstellen, wie viele User das gibt, bei denen die das machen und wie viele es davon gibt, die auf Deutsch gesagt den Schwanz einziehen und sagen, na ja, dann lasse doch die 76 Cent kassieren. Da werde ich nicht arm durch. Stimme ich zu, werde ich auch nicht arm durch, ob ich 76 Cent hab oder nicht. Und wenn das im Monat bei dem Video 5 Euro wären, ja, dann hab ich eben die 5 Euro nicht. Nein, darum geht's nicht. Es geht um das Prinzip. Es ist ganz einfach und wenn es nur ein Cent ist, es ist Diebstahl. Und es kann doch nicht sein, dass so eine große Firma, ja, da Geld kassiert, ne? Genau wie diese sogenannten Abmahnanwälte, wo dann irgendwelche Leute Post kriegen, sie zahlen 200 Euro, sie haben unerlaubt, bla 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 bla. Und wenn davon die Hälfte der Leute sagt, ihr habt sie doch nicht mehr alle, ihr kriegt von mir nichts, die Hälfte sind sich da nicht sicher und sagt, ja gut, dann zahle ich lieber die 200 Euro, bevor aus den 200 Euro 1000 oder mehr Euro werden. Und so bereichern sich Firmen, Rechtsanwälte an unerlaubtem Geld und erschleichen sich das. Und Michael hat gesagt, er hat mal ein bisschen über diese Stern Corporation mal ein bisschen gegoogelt. Das ist schon bekannt. Das ist schon bekannt, dass das eine Firma ist, ja, die Urheberrechtsansprüche stellen, unberechtigt. Durch Ehrlichkeit reich werden ist schwer. Aber wie sage ich immer, ja, die größten Kapitalisten, die das meiste Geld in den Taschen haben, das Geld ist nicht ehrlich verdient. Denn durch Ehrlichkeit Geld verdienen ist verdammt schwer. Und ich weiß dazu Genüge. Ja? Ich habe, weiß das nicht, über 800 Videofilme. Und die Zeit, die ich daran sitze, die kann einem keiner bezahlen. Das ist auch Hobby. Und jetzt überlegt mal für die Eule, ja, 4 Stunden. 4 Stunden Arbeit. Und wie viele Leute gibt's hier Lost Place, die da mit 4 Leute nachts durch den Wald rennen oder wie auch immer und Grundstücke betreten, auch wenn sie da teilweise nicht dürfen, laufen Gefahr, eine Anzeige zu kriegen. Ja, und machen da wirklich Dinger oder ich habe einen gesehen, da war sogar mal ein Wolf, ja. Laufen vielleicht Gefahr, von irgendeinem wilden Tier angefallen zu werden. Und dann untermalen die ihr Video mit irgendeiner Musik, wo sie der Meinung sind, ja, urheberrechtsfrei, schreiben doch noch drunter, Lizenz, bla 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 bla. Und dann kommt diese Drecksfirma Stern daher und erhebt Anspruch. Und wenn ihr das nicht wissen, geben klein bei. Hallo, deswegen habe ich das Video gemacht. Leute, werdet wach.
Werdet ganz einfach wach, lasst es euch nicht gefallen von dieser Firma Stern oder irgendeiner andere Firma. Lasst euch nicht eure Arbeit, euer Hobby, wo ihr ein paar Cent für die Monetarisierung bekommt, lasst euch das Geld nicht von dieser Firma stehlen. Wehrt euch, erhebt Gegenanspruch. Und von vornherein, der eine oder andere, der gerade überlegt, seinen Kanal zu monetarisieren, schaut einfach, welche Musik ihr nimmt. Schreibt den Verfasser an, lasst euch erklären, ob ihr eine gebührenfreie Lizenz von dem Urheber bekommt oder wie auch immer, und wehrt euch dagegen und lasst euch nicht eure Arbeit klauen, eure verdiente saure Cent für euer Risiko, was ihr tragt, und die wollen sich bereichern. So, und jetzt bin ich ja mal gespannt. Vielleicht kommt der eine oder andere Gamer, Lost Player oder Katzen- und Hundevideo-Liebhaber, der bei Facebook auch schon von dieser Firma Ansprüche gekommen sind. Meistens kann man sich bei Facebook noch nicht mal gegen wehren. Da erfährt man einfach noch nicht einmal, wer es war. Da wird einfach das Video entfernt und da kommt nur eine Mitteilung: Das Video wurde entfernt wegen Urheberrechtsverletzung. Bums, aus, Feierabend. Da kann man sich noch nicht mal gegen wehren, weil man da überhaupt keine Chance gegen hat. Weil da gibt es nicht wie bei YouTube den Button, wo man Beschwerde einlegen kann. Wie das bei Twitter ist, bei Twitch ist, weiß ich nicht. Ich war mal kurze Zeit bei Twitch. Muss ich nicht haben. Kindergarten brauche ich nicht. Ne? Kindergarten habe ich um die Ecke. Da ist unsere Enkeltochter. Aber hier brauche ich keinen Kindergarten. Im Internet, wo ich mich rumtreibe. YouTube reicht mir. Das ist ein großer Kindergarten. Und Twitch, ja, naja, das ist ein reiner Kindergarten. Bleibt mir jetzt nur noch eins zu sagen mit dem Gier. Mal gucken, ob wir das noch schaffen. Möge der Dampf weiterhin mit euch sein. Tschüss, bye bye, winke, winke, sagt eure Diane, die Smogwolke, und tschüssi und weg. Bis dann. Und habt ihr kein Abo? Lasst ein Abo da, würde ich mich freuen. Über einen Daumen nach oben, über einen Daumen nach unten. Das ist mir egal. Freuen tue ich mich über beides. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob ich wieder eine Urheberrechtsverletzung, Abmahnung bekomme. Und weg. Tschüss. Bye. Bis dann.